Dark Showdown Fortuna Turnier, Viertelfinale. Chanchidori vs. Refine. Refine. Sicher hast du schon einmal von Nahtoderfahrungen gehört. Du weißt schon, die Geschichten, die kurzzeitig Verstorbene erzählen, in denen es darum geht, wie sie das Jenseits empfunden haben. Leider haben nur wenige Leute solche Erfahrungen nach einem Unfall oder ähnlichen Sachen. Jedoch sind die Stories der Leute, die sie von sich geben, meistens zwar interessant, jedoch oft leider auch unschlüssig und verschieden. Da gibt es nämlich etwas, was die Opfer selbst nicht verstehen. Das, was sie gesehen haben, was sie für die Erlösung der Seele gehalten haben, ist nicht das Jenseits. Das wirft dir jetzt vielleicht einige Fragen auf. Aber nur zu deiner Info. Es ist auch nicht die Welt der Lebendigen, die sich einem dort offenbart. Nein, wie sollte es das auch sein? Es ist viel mehr als eine Art Flur zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Es ist nicht der Limbus, steht jedoch in einer Verwandtschaft zu ihm und dem Fegefeuer. Diesen Durchgang nenne ich Vita Mortem oder auch abgekürzt VM. Die Bezeichnung setzt sich aus den lateinischen Bezeichnungen für Leben und Tod zusammen, wie einige von euch merken sollten. Ich habe diesen Namen mit Absicht ausgesucht, da er die Substanz am besten beschreibt. Das Aussehen der VM ist jedoch unmöglich zu beschreiben. Es gibt tatsächlich Menschen, die sie als Albtraumwelt beschrieben haben, mit zerfließenden Uhren wie das Werke des Salvador Dali und der unendlichen Schwärze wie schreckliche Aussichtslosigkeit und Verzweiflung. Jedoch wurde auch das Jenseits in weiter Ferne beschrieben, mit den Gesichtern von Freunden und Familie, welche auf einen warten. Die Wahrnehmung einer VM kann vollkommen individuell sein. Andere haben sie schließlich auch als eine wunderbare, schöne Welt erlebt, voller bunter Töne und betörender Atmosphäre. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, widme ich mich der Forschung im Bereich der Vita Mortem. Vielleicht gehe ich zu weit, aber ich glaube, dass ich bereit bin, den Selbstversuch, den Besuch in die VM zu wagen. Wenn du mich entschuldigst, ich muss jetzt gehen. Das Auto, in dem ich sitze, nähert sich der Klippe. Chanchidori. Sicher hast du schon mal von Nahtoderfahrungen gehört. Du weißt schon, die Geschichten, die kurzzeitig Verstorbene erzählen, in denen es darum geht, wie sie das Jenseits empfunden haben. Leider haben nur wenige Leute solche Erfahrungen nach einem Unfall oder ähnlichen Sachen. Jedoch sind die Storys der Leute, die sich von sich geben, meistens zwar interessant, jedoch oft leider auch unschlüssig und verschieden. Es gibt da nämlich etwas, was die Opfer selbst nicht verstehen. Das, was sie da gesehen haben, was sie für die Erlösung der Seele gehalten haben, ist nicht das Jenseits. Das wirft jetzt vielleicht einige Fragen auf, aber nur zu deiner Information, es ist auch nicht die Welt der Lebendigen, die sich einem dort offenbart. Nein, wie sollte es das auch sein? Es ist vielmehr als eine Art Flur zwischen dem Diesseits und dem Jenseits zu verstehen. Es ist nicht der Limbus, steht jedoch in einer Verwandtschaft zu ihm und dem Fegefeuer. Diesen Durchgang nenne ich Vita Mortem oder auch abgekürzt YM. Die Bezeichnung setzt sich aus den lateinischen Bezeichnungen für Leben und Tod zusammen, wie einige von euch merken sollten. Ich habe diesen Namen mit Absicht ausgesucht, der die Substanz am besten beschreibt. Das Aussehen der YM ist jedoch unmöglich zu beschreiben. Es gab tatsächlich Menschen, die sie als Albtraumwelt beschrieben haben, mit zerfließenden Uhren, wie die Werke des Salvador Dali und der unendlichen Schwärze, wie schreckliche Aussichtslosigkeit und Verzweiflung. Jedoch wurde auch das Jenseits in weiter Ferne beschrieben, mit den Gesichtern von Freunden und Familie, welche auf einen warten. Die Wahrnehmung einer YM kann vollkommen individuell sein.
Andere haben sie schließlich auch als eine wunderbare, schöne Welt erlebt, voller bunter Töne und betörender Atmosphäre. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, widme ich mich der Forschung in dem Bereich der Vita Mortem. Vielleicht gehe ich zu weit, aber ich glaube, dass ich bereit bin, den Selbstversuch, den Besuch in die YM zu wagen. Wenn du mich entschuldigst, ich muss jetzt gehen. Das Auto, in dem ich sitze, nähert sich der Klippe. Wen fandet ihr besser?